So, hallo Herr Weise, wie fanden Sie denn jetzt rückblickend die diesjährige Jugendkonferenz? Ja, das war jetzt meine zweite. Ich war letztes Jahr das erste Mal dabei und ich fand es auch dieses Mal wirklich gut. Ich fand ein bisschen schade, dass manche Projekte, die wir letztes Jahr schon diskutiert haben, immer noch nicht umgesetzt waren. Also ich war jetzt bei den Jungs, die das Bolzplatz-Thema auch wieder eingespeist hatten. Da hat sich in der Zwischenzeit leider nichts bewegt. Das fand ich ein bisschen schade. Aber diesmal habe ich wirklich den Eindruck, auch aufgrund dieses etwas geänderten Formats mit den Paten, mit den Thementischen, mit dieser Diskussion, die dort entstanden ist, dass es eine Nachhaltigkeit bekommen wird. Also ich bin jetzt davon überzeugt, dass wir das wirklich auch umgesetzt bekommen, die Themen. Das freut uns natürlich sehr zu hören. Ist dann das Bolzplatz-Thema auch so das Thema, was Sie sich so persönlich am ehesten rausgesucht haben, um da weiter in der Zukunft mitzuarbeiten? Ja, mich hat vor allen Dingen dieses Demonstrationsthema interessiert. Also die vielen jungen Menschen, die momentan freitags auf die Straße gehen, um für den Klimawandel einzutreten. Das ist ein Thema, was mich als Ordnungsamt auch berührt, weil wir Versammlungsbehörde sind. Also wir sind für die Demonstrationen zuständig und begleiten das als neutrale Einrichtung. Aber mich interessiert, was die jungen Menschen bewegt, was sie noch erreichen wollen, was genau ihre Ziele sind. Und ich glaube wirklich, dass wir dort besser hinhören müssen. Also da wird eine große Bewegung initiiert, da versuchen junge Leute für ihre Zukunft einzutreten. Und wir hören ganz oft, dass die jungen Leute heute eigentlich nichts mehr tun, außer irgendwie an ihrem Smartphone rumzuspielen und dass sie keinen Bock mehr auf irgendwas haben. Und was hier gerade passiert, ist genau das Gegenteil. Und das dürfen wir jetzt nicht kleinreden, sondern jetzt müssen wir als Verwaltung, als Politik diesen Menschen auch zuhören, den jungen Leuten und müssen die auch unterstützen in ihren Anliegen. Sind Sie denn auch selbst Pate geworden in irgendeinem Projekt? Ich war letztes Jahr in zwei Projekten Pate, also zumindest habe ich die dann auch mit in die Ämter genommen, die Themen. Dieses Jahr nicht, aber ich werde trotzdem gucken, inwieweit das auch in der Verwaltung weiterverfolgt wird und habe mich auch angeboten als Unterstützung für den Fall, dass es irgendwo hakt. Dann kann ich auch gerne nochmal innerhalb der Verwaltung mich dann für die Themen einsetzen. Sehr schön, dann vielen Dank, dass Sie heute da waren und noch einen schönen Tag.